Unsere Philosophie des Weinguts geht so ein bisschen zurück auf Einzellagen, aber auch auf den Gedanken von Cuvées. Wir haben in den letzten Jahren unseren Betrieb neu geordnet, in der Richtung, dass wir nur noch drei Kategorien haben: Basisweine, Klassiker und Charakterköpfe. Wir verzichten heute auf die Bezeichnung trocken, weil wir unterstellen, dass erstmal alle Weine trocken sind, außer es steht was auf dem Etikett. Und das zeichnet so ein bisschen auch unsere Arbeit im Weinberg aus. Wir machen eine sehr spartanische Aktion. Wir versuchen, Riesling, so wie er von Natur aus wächst, ja, zu pflegen, gesundeste Trauben zu erzeugen, ja, und dann die Fruchtaromen, ich sag mal, zu forcieren, soweit es irgendwie möglich ist. Und das gelingt auch in den letzten Jahren immer wieder, gerade auch bei den sehr kräftigen, nachhaltigen Weinen, obwohl natürlich der Klimawandel bei uns schon eine Rolle spielt. Aber wir können da kulturtechnisch natürlich einiges machen. Und gerade die Möglichkeit im Rheingau, in den verschiedensten Lagen, vom flachen bis zum extrem steilen, ob von Österreich über Rüdesheim nach Assmannshausen, ermöglicht uns da schon, ich sag mal, maßgeblich einzuleiten. Oder jedes Jahr ist ein neues Spiel und ein neues Glück. Wir müssen halt gucken, was wir ernten. Wir sind ja noch so ein bisschen in der Ernte. Und da ist halt die Philosophie wichtig, wann, zu welchem Zeitpunkt reife Trauben geerntet werden. Und das ist für uns eigentlich das Wichtigste. Das ist nämlich die Zukunft, wo wir dann Wert drauf legen, vollreife, physiologisch reife Trauben zu ernten, die ihre Aromen schon im Weinberg gebildet haben und nicht nur durch die Vergärung zusätzliche Aromen entwickeln, sondern die schon als Grundprodukt einfach toll sind.